Hi, mein lieber Astro-Rebell, herzlich willkommen zurück zu deinem Astrologie-Kanal auf YouTube. Mein Name ist Emmanuel und das ist 10 Stern Astrologie. In diesem Video werden wir die Zeitqualität vom heute analysieren. Dafür werde ich mit dem Mond beginnen, denn der Mond zeigt uns an, wie die Stimmung bei den meisten Menschen gerade ist. Wir haben jetzt seit Dienstag den Mond im Sternzeichen Widder und er wird dort bis Donnerstag nachmittags bleiben. Gleichzeitig haben wir den zunehmenden Mond schon am Dienstag gehabt, als der Mond in Widder eingetreten ist. Das heißt, man erlebt jetzt eine Zeit der Spannung. Ja? Man möchte bestimmte Handlungen unüberlegt in Angriff nehmen. Man möchte Dinge selbst in die Hand nehmen. Viele Menschen sind ungeduldig und eine Besonderheit bei der Mond in Widder ist, dass man sich sehr schnell angegriffen fühlt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Mars, der Herrscher von Widder, sich in Krebs befindet. Krebs wird von Mond beherrscht, während Widder von Mars beherrscht wird. Das heißt, wir haben eine starke Verbindung zwischen Mond und Mars. Und das kann im Alltag zu bestimmten Konfliktsituationen führen, wenn man ungeduldig ist, wenn man keine Rücksicht auf seinen Mitmenschen hat und vor allem, wenn man rechthaberisch sein möchte. Das ist einfach typisch für diesen Mond. Widder ist ein Feuerzeichen und das heißt, wie gesagt, man überlegt sich bestimmte Dinge nicht und möchte seine Meinung unbedingt durchsetzen. Wir haben noch einen Quadrat, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Mond macht einen Quadrat zu Mars und zu Saturn. Und das macht die Situation noch schlechter bei bestimmten Menschen, denn man muss hier auch extra geduldig sein, vor allem wenn man erwartet, dass eine Angelegenheit schnell verläuft. Das wird nicht geschehen, sondern man muss hier geduldig sein. Es können Verzögerungen auftreten und das führt dazu, dass man frustriert ist. Und am Donnerstag nachmittags wird sich die Lage verbessern, denn wir haben dann Mond im nächsten Sternzeichen, Sternzeichen Stier. Das heißt, viele Menschen werden sich ein bisschen beruhigen können, auch wenn Überraschendes auf dem Weg gibt. Denn der Mond wird eine Konjunktion zu Uranus machen. Uranus ist Überraschung, unerwartete Ereignisse. Und ich möchte hier betonen, dass diese Aussagen sehr allgemein sind. Ja, das muss man immer vor Augen halten. Der Mond zeigt uns allerdings den allgemeinen Einfluss auf Menschen. Ja? Darüber hinaus müssen wir auch berücksichtigen, dass 2019 ein Überbrückungsjahr ist. Ja, ich möchte nicht nur von der jetzigen Zeitqualität sprechen, sondern auch über diese rückläufenden Planeten sprechen, die wir gerade haben. Wir haben Saturn rückläufig, Pluto rückläufig, Neptun rückläufig, Jupiter rückläufig und jetzt im Juli werden wir Merkur rückläufig. Wenn Planeten rückläufig sind, dann werden die entsprechenden Themen, die mit diesen Planeten in Verbindung gebracht werden,
sich in die Länge ziehen, bestimmte Prozesse, bestimmte Angelegenheiten werden sich verzögern, wenn diese Planeten rückläufig sind. Und zum Beispiel Neptun rückläufig, Jupiter rückläufig, diese zwei Planeten haben mit den Plänen zu tun, die man hat, die Vorstellungen für die Zukunft, ja, die Zukunftsaussichten. Und hier macht man sich Gedanken, ob bestimmte Vorstellungen realisierbar sind. Denn man merkt, man kann nicht alles gleich haben. Man kann entweder keine Ruhe haben, weil man mit der Vergangenheit immer noch beschäftigt ist, oder man ist mit bestimmten Umständen konfrontiert, die lästig sind. Und man darf aber in diesem Jahr, zumindest bis Oktober, November, keine großen Veränderungen erwarten. Erst ab nächsten Jahr, ja, so Jahr 2020, dann könnte man merken, dass bestimmte Dinge sich in eine Richtung bewegen. Und aber in diesem Jahr, das wird nicht geschehen. Und ich habe viele Kunden jetzt gehabt, die schwierige Situationen gerade erleben, oder sie hatten sehr viele Unsicherheiten bezüglich der Zukunft. Und ich habe immer festgestellt, das habe ich natürlich der Personen mitgeteilt, dass diese Situationen, die nicht einfach sind, die werden sich nicht groß verändern. Zumindest nicht für den nächsten Monaten. Wie lange bestimmte Dinge, bestimmte Situationen unklar bleiben, ja, das hängt von der individuellen Konstellationen ab. Das kann ich natürlich nicht wissen. Ich müsste, Astro Rebell, deine Konstellation sehen, um festzustellen, welche Einflüsse diese rückläufenden Planeten bei dir haben, beziehungsweise könnte ich dir auch mitteilen, was zu tun ist, was könntest du machen oder wann trifft es etwas zu in deinem Leben? Aber allgemein gesehen deuten diese rückläufenden Planeten auf eine Verzögerung hin. Das heißt nicht unbedingt was Schlechtes, weil man braucht Zeit. Ja, man braucht Zeit, bis bestimmte Lebensstrukturen, die entstanden sind, sich langsam verändern, falls das notwendig ist. Ja, und das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Ja, und der Prozess beträgt mehreren Monaten. Okay? So. Ich wollte das natürlich besprechen, weil ich habe von einem Astro-Rebell das gehört, ne, dass er wollte wissen, welche Auswirkung diese Rückläufigkeit von vielen Planeten hat. So, mein lieber Astro-Rebell, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit diesem Video. Wenn du noch Fragen hast bezüglich der jetzigen Aspekten, den wir im Juli haben, kannst du bei den Kommentaren deine Fragen stellen. Und wenn du eine individuelle und genaue Vorausschau für die Zukunft brauchst, kannst du eine Beratung bei mir buchen. Meine Webseite lautet www.zensternastrologie.com. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.